Mars. Seit jeher Faszinationsobjekt der Menschheit. Spirituell wie wissenschaftlich reich an Potenzial. Flucht aus der Realität oder in sie hinein. Ausgebildete Glasmaler können dieses besondere Material auf eine sehr filigrane und kunstfertige Art und Weise verarbeiten. In Form von Bleiglas. Hier in der Glaswerkstatt Walter in Berlin hat sich Andreas Walter und sein Team dem Erhalt dieser Fenster verschrieben. Seit 1976 übe ich den Beruf des Bleiglasers und Glasmalers aus. 1987 habe ich die Glaswerkstatt Andreas Walter gegründet, innerhalb derer ich mich mit meinen Mitarbeitern schwerpunktmäßig mit der Verglasung von denkmalgeschützten Bauten beschäftige. Kirchen, Schlösser und Rathäuser sind unsere Hauptarbeitsgebiete. Zuallererst muss das verwitterte Fenster von den jahrzehntealten Verschmutzungen befreit werden. Da jedes der fragilen Teile einzeln sein warmes Laugenbad, welches je nach Verschmutzung mehr oder weniger stark konzentriert ist, genießen muss, wird das ausgediente Bleigerippe achtsam gelöst, um die Glasstücke freizulegen. Nicht selten kommen hierbei Beschädigungen zum Vorschein. Der Erhalt möglichst vieler Originalteile hat nun absolute Priorität. Kleine Risse oder Furchen werden mit einer Spezialmasse verkittet und nur, was absolut irreparabel ist, wird durch eine möglichst identische Replikation des zerstörten Puzzleteils ersetzt. Einige von ihnen erhalten anschließend noch einen ganz besonderen Anstrich. Das eigentliche Glasmalen kostet den speziell ausgebildeten Glasmaler nicht nur vollste Konzentration und zeichnerisches Geschick, sondern den Auftraggeber auch große finanzielle Aufwendungen. Was vermutlich der Grund ist, warum in der heutigen Zeit 70% weniger Bemalungen verlangt werden. Ist das Gemälde vollendet, muss es in die Oberfläche eingebrannt werden. Die maßgefertigten Öfen lassen bei hohen Temperaturen bis um die 1000 Grad Celsius herum die Farben unwiderruflich mit dem Glas verschmelzen. Sind die letzten Teile ausgekühlt, kann das Puzzle von neuem zusammengesetzt werden. Die speziellen Haarbleiruten bilden das stabilitätsspendende Gerüst, das Herzstück des Fensters. Jedes einzelne Glasfragment wird fast perfekt in die Kanäle der Rute eingepasst. Ist die Arbeit am Bleiskelett abgeschlossen, geht es an den finalen Schritt. Um nun dem Gesamtgerüst wiederum Stabilität zu spenden, bringt man bei großen Objekten ein Rundblei an. Anschließend lötet man in einem enormen Zeitaufwand jeden einzelnen Schnittpunkt aller Bleiruten zusammen. Je nach Fenster kann die Fertigstellung Wochen, ja sogar Monate dauern. Doch aller Geld- und Zeitaufwand wird in jenen Momenten entlohnt, da sich das Licht im Glas bricht und die wunderschöne Pracht gänzlich zum Vorschein kommen lässt. Glasmalerei ist eben nicht nur ein Handwerk. Es ist auch die Kunst, mit Licht zu malen. Eine Kunst, in der man sich verlieren kann.